Vorsicht, das ist alles schon live. Ja. Hallo und herzlich willkommen zur Bike Stage 24. Mein Name ist Jessica Nägele. Ich bin bei POC und bin dort die Country Managerin für Deutschland und die Schweiz. Heute stelle ich euch unseren neuen Rennradhelm vor und das ist der Seitel Carbon. Jedes unserer POC-Produkte vereint drei Prinzipien: Sicherheit, Performance und Design. Unser Ziel ist es, Sportlerinnen dabei zu schützen, ihren Sport perfekt auszuüben und ihre Performance zu optimieren. Für das Produkt, was ich euch heute mitgebracht habe, haben sich unsere Designer bei Sportwagen inspirieren lassen, und zwar sowohl was die Materialien angeht, als auch die Formgebung, die dort bereits verwendet wird. Wir haben dann durch neue Simulationsmöglichkeiten, aber auch durch neue Formgebungsmöglichkeiten es geschafft, diese Dinge in einen Helm zu integrieren und dadurch die Kombinationsfähigkeit aus Sicherheit und Performance nochmal zu erweitern. Das Ganze hat sich dann wiedergefunden in unserem neuen Seitel Carbon, den ich euch, wie gesagt, heute mitgebracht habe. Das Wichtige an diesem Helm ist, der Unterschied in der Formgebung ist relativ schnell zu erkennen, aber die Besonderheit liegt in der Technologie im Helm, und deswegen würde ich euch einladen, erstmal einen Inside-Out-Blick mit mir zu wagen. Das Besondere ist das Carbon Wing, was hier direkt in der oberen Seite des Helms verbaut ist. Und wir haben hier eine Konstruktion, die nicht nur ein EPS darstellt, das mit einer Carbon-Schicht überzogen wurde, sondern wirklich einen durchgehenden Wing, der extra dafür konstruiert worden ist. Die Kombination besteht aus Curidion, Carbon und Kautschuk. Das Ganze wird so gemacht, dass Curidion als viskoelastisches Material erwärmt wird in der Produktion und dann in eine Form gepresst wird. Dadurch bekommt das ganze Material mehr Steifigkeit, mehr Aerodynamik und mehr Sicherheit. In diesem Verfahren wird garantiert, dass das Curidion sehr eng und sehr gleichmäßig sich verteilt. Das heißt, wir haben keine Lufteinschlüsse und wir haben auch keine überlappenden Schichten, die dazu führen würden, dass das Material zu auf der einen Seite nicht stabil genug wird durch die Lufteinschlüsse, aber auf der anderen Seite auch zu viel Material verbaut wird, was wieder einen Gewichtsnachteil darstellen würde. Das heißt, wir schaffen es, hier nicht nur die Sicherheit zu erhöhen, sondern auch das Gewicht dabei zu reduzieren, und das bei einem optimalen Ressourceneinsatz. Um das Ganze sicherer zu machen bei einem Sturz, damit keine Splitterung entsteht, haben wir eine Kautschukhülle um das Curidium gelegt, damit im Fall eines Sturzes das Splittern verhindert wird, und darüber wird dann das Carbon nochmal angebracht. So haben wir also eine komplette Schicht bzw. eine Einheit, die nicht nur durch ihre Formgebung, sondern auch durch ihre Materialeigenschaften die Aerodynamik verbessert, den Schutz erhöht und das Gewicht reduziert. Nachdem wir uns jetzt die Technologie im Inneren angeschaut haben, kommen wir mal zu den offensichtlichen Veränderungen, die wir beim Helmdesign auch haben. Was ihr ganz gut erkennen könnt, sind natürlich die sehr großen Öffnungen sowohl vorne als auch außen am Helm. Was vielleicht nicht ganz so gut zu sehen ist, ist, dass hier die Formgebung auch so gemacht ist, dass die Luft eingezogen wird und dann in unserem bewährten Kaminprinzip über den Kopf hinweg streift und somit den Kopf auf der einen Seite kühlt und auf der anderen Seite aber auch die Aerodynamik nicht beeinflusst. Das heißt, wir haben hier eine Kombination aus Kühleffekt, ohne die Aerodynamik eben zu beeinflussen negativ, und durch den Wing, den wir ja gerade schon besprochen haben, wird das Ganze nochmal unterstützt. Außerdem haben wir natürlich ein Verstellsystem im Helm verbaut, das aber hier nur den hinteren Teil covert, euch einen sehr sicheren Schutz gewährleistet dadurch, aber die großen Öffnungen vorne nicht verschließt und damit auch die Aerodynamik nicht stört. Dieses Produkt ist ein neuer Helm, eine neue Produktserie, die wir momentan im High-End-Bereich ansiedeln, also mit der Carbon-Variante, aktuell nur eine Version auf den Markt bringen, aber im Laufe der nächsten Jahre das Ganze noch breiter aufstellen werden, um auch noch andere Zielgruppen dafür zu begeistern. Der Helm wird in den normalen POC-Größen kommen, also von Small bis Extra Large, und wiegt insgesamt 250 Gramm in der Größe Medium. Der Preis steht zum Zeitpunkt des Videodrehs noch nicht ganz fest, aber wir blenden ihn euch hier ein. Das war unser neuer Seitel Carbon, der Rennradhelm in der POC-Kollektion und unser neuestes High-End-Produkt, das euch auf der Straße schneller machen wird.